Ja, gegenüber der Cloud bestehen immer noch große Sicherheitsbedenken. Dem begegnen die großen Cloud-Anbieter, indem sie viele Sicherheitsfeatures anbieten, darunter auch das Schlagwort Bring Your Own Key, Hold Your Own Key. Mit dem Lifehack zeigen wir, dass selbst wenn auch diese guten Sicherheitsmaßnahmen zur Anwendung kommen, der Administrator einen Memory-Dump durchführen kann und mit einer einfachen Heuristik auf die Schlüssel zugreifen kann. Also das eigentliche Ziel, was mit dieser Maßnahme verfolgt wird, dass der Betreiber nicht auf die Schlüssel zugreifen kann, kann von normalen Datenbank, von normalen Software-Administratoren umgangen werden. Ja, bei der Datenschutzgrundverordnung gibt es ja das Prinzip der Datenminimierung. Artikel 5, Artikel 25 sehen die Datenminimierung vor. Wenn jetzt der Systemadministrator sehr viele Rechte hat, so wie in dem Hack gezeigt, Memories dumpen kann und darin suchen kann, dann hat er viel mehr Rechte, als er eigentlich braucht zur Erfüllung seiner Administratoraufgabe. Man kann sich so vorstellen, alle seine Rechte sind ein großer Kuchen. Er braucht eigentlich nur die Rechte eines kleinen Kuchenstücks daraus. Dann erfüllt man die von der Datenschutzgrundverordnung geforderte Datenminimierung. Mit der Sealed-Plattform wird der Administrator ausgesperrt. Er hat nur die Rechte, die er zur Wahrnehmung seiner Rolle braucht und nichts darüber hinaus. Ja, die Sealed-Plattform schützt die darin verarbeitenden Daten mit vier Maßnahmenpaketen. Das erste Maßnahmenpaket nennen wir Data Cleanup. Die Anwendungsserver sind gekapselt, mit Sensoren versehen. Wenn ein Angreifer versucht, physisch oder logisch Zugriff zu erlangen, dann werden vorsorglich die Daten in dieser, wir nennen es Data Cleanup Area, gelöscht. Wenn die Daten gespeichert werden, braucht er Schlüssel. Diese Schlüssel müssen in der Data Cleanup Area erzeugt werden und diese nie verlassen. Als drittes Maßnahmenpaket die Filterung. Der Administrator darf eben nicht diesen privilegierten Zugriff haben, sondern nur die Befehle ausführen können, die zur Wahrnehmung seiner Rolle notwendig sind. Und schließlich muss eine vertrauenswürdige Start-up dieser Umgebung gewährleistet sein. Das heißt, durch ein Audit und eine Versiegelung genannter Prozess schauen sich Sealing Trustees, genannte Auditoren, die Data Cleanup Area an, schließen sie zu und testieren das positive Prüfungsergebnis durch Eingabe eines Geheimnisses. So ist sichergestellt, dass die Filter, die Schlüsselerzeugung und der Data Cleanup auch tatsächlich so funktionieren, wie sie funktionieren müssen. Ja, wichtig ist dazu zu wissen, dass der Nutzer dieser Cloud nichts von diesem Angriff mitbekommt. Es gibt redundante Segmente im Rechenzentrum, wo der Dienst unbehelligt weiterläuft, wenn in einem Teilbereich ein Data Cleanup vorgenommen werden muss.